Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel X4 Foundations. Ja, in der letzten Folge habe ich über dies und jenes geredet und habe dann am Ende der letzten Folge nochmal ein Schiff angegriffen und ja, dann mache ich jetzt mal weiter in der Hoffnung. Genau, da ist das Schiff. Dass ich das Schiff auch irgendwann mal bekomme. Merkur, Angreifer. Also, dass man Objekt anzeigen oder nächstes Zielobjekt anzeigen, das funktioniert nicht. Habe ich auch bereits erwähnt, denn da wird einfach das nächste Objekt, also allgemeine Objekt angezeigt. Asteroid. Genau. Asteroid, Asteroid. Ja. Will Leute, dass die angezeigt werden. Aber mein Schiff ist auch stark beschädigt. Eieiei. Was? Echt jetzt? ja, da haben in der letzten Folge anscheinend ja, eine gute Minute gefehlt. Sehr gut, sehr gut. Kannst du mal stehen bleiben? Halt Karte, wo ist der jetzt hin? Gute Frage. Mein Schiff muss ich auch mal reparieren. So. Herr Schiff entern, beanspruchen. Geht das? Hat eine andere Ansicht. Ja, weil jetzt kommt diese Kapsel. Diese Kapsel ist schon angedockt. Nee, doch. Haha. Oh. Ist gerade irgendwas explodiert. Was war das jetzt? Was ist da gerade explodiert? Egal, egal. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier halt Informationen. Wo ist der Captain? Besetzung. Captain. Oh ja. Ausbaufähig, würde ich mal sagen. Ja, das Schiff muss auf jeden Fall nochmal in die Schiffswerft. Denn ja, so ist es einfach nicht zu gebrauchen. Also nichts dran. Keine Waffen, kein Schild. Gar nichts. Genau. Rettungskapsel, Besucher 54. Was? Wo? 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 Wo fliegen die hin? Ach, zu der Station fliegen die. Ja, okay. Okay, so bin ich mal nicht. Wir dürfen ruhig überleben. Ramdock, war das Richtige? Ramdock. Schiff kaufen. Nee, oh Gott. Wie ist es nochmal gegangen? Ich muss meinen Sentinel. Ist es der oder ist es der? Ne, wo bin ich überhaupt? Gott, komm schon ganz durcheinander. Sentinel, genau. Anfang. Kann ich helfen? Nee. Ah, wie ist es nochmal gegangen? Okay, jetzt habe ich den Sentinel ausgewählt. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt muss ich den Sentinel sagen, er soll Raumdock fliegen, oder? Oder ist hier ein Raumdock? Ausrüstungsdock. Ausrüsten, reparieren. Genau. Sehr schön. Ja, so funktioniert es doch schon viel besser. Aktueller Kontostand 111.000. Oje, oje. Ja, da komme ich nicht weit. Wäre einfacher oder besser, wenn ein Schiffdeck verkaufen würde. Also das Triebwerk ist anscheinend installiert, oder? Ja, Triebwerk ist installiert. Oh Gott, ich habe schon Knoten in die Zunge. Ah, das sind Verteidigungsplattformen. Vorne könnte ich einen Laser oder Schilden machen. Kostet der schon 57.000. Eieiei. Dann ist gleich nochmal 115.000. Oh Gott.
Ja, es kann. Ja, Wenn wir nichts sind, lassen wir erstmal einen. Ich brauche noch Geld. Wie viel kostet das Teil? 14.000, ja, das würde gehen. Aber welche Waffe nehme ich da? Pulsenergie. Schrot, Plasma. Ja, Schrot. Oder gleich Plasma. Plasma ist halt besser. Genau. Was können wir sonst noch leisten? Jetzt haben wir um die 84.000. Scanner, nö, 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 brauchen wir alles nicht. Obwohl 34.000 kostet ja, ah, ja, doch ganz schön teuer, also relativ. Crew. Ja, ein Captain. Hahaha. Reicht aber nicht aus. Machen wir nochmal vier Leute. Halt, obwohl die steigen ja auf vom Rang her. Halt, nochmal zurück, zurück, zurück. Machen wir einen und hier zwei Gefreite. Geht das? Nein, geht nicht. Ach, schade. Sollen wir das anklicken? Nee, wird auch nicht besser. Nee. Was kosten die? Nochmal 20.000? Eieiei. Dann bin ich bei, wenn ich überschlage, bei 100, 103, knapp 104.000. Eieiei, ganz schön teuer. Was ist das? Reparatur. Ja, Schiff kann ich ja selbst auch reparieren, oder? Wäre günstiger. Ja, das muss ich aber erst machen. Warte mal, kann man das speichern? Irgendwas speichern. Sehr schön. Genau, zurück, zurück, zurück. Bisschen heranfliegen. Halt, ich komme hier unten raus. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Bleibst du stehen? Ja, jetzt. Aufstehen. Aufstehen. Nicht aufstellen. Elite-Angreifer. Ja, ich weiß, wie es schon fest. Rammanzug benutzen natürlich. Ah, sehr schön. So. Jetzt mein Schiff reparieren. Halt, stehen bleiben. Stehen bleiben, stehen bleiben. Was haben wir jetzt hier? 64, 65%. Ach, das geht doch relativ schnell. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So gefällt mir das. Prozent. Aber nicht wegfliegen. Da bleiben, da bleiben. Sehr schön. Gleich haben wir das eigene Schiff repariert. Ja, war auch notwendig. Wurde doch sehr stark beschädigt. Jawohl, 100%. Sehr gut. Gefällt mir. Und jetzt kommt das Schiff dran. Terran Sentinel. Keine Ahnung, wie man auf so einen Namen kommt. Terran Sentinel. Hier haben wir, was haben wir? 67%? Halt stehen bleiben, bleib stehen. 68%, ja, da dauert es ein bisschen länger, das Ganze. Dein Schiff ist auch wesentlich größer als das eigene Schiff. 70%. Hier auch nochmal ein paar Kampfspuren. Oder gehört das so? Boah, nicht crashen. Boah, das war knapp. Das ist ein Morsecode, das hier so blinkt oder. Egal, egal, passt schon. Ich muss jetzt auch schauen, dass ich wieder eine neue Crew bekomme, denn meine Crew ist ja quasi durch das Klicken auf das andere Schiff und auf Beanspruchen, ist quasi meine Crew auf das andere Schiff rübergeflogen. Oder waren das Marinesoldaten? Kann das sein? Ja, das könnte sein. Könnte sein. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, ich brauche so und so eine neue Crew. Die Crew ist zum Glück ja nicht so teuer. Kostet gleich so 4.000, 5.000 oder 2.000? Ja, irgendwie sowas.
Hoffentlich kommt jetzt nochmal ein bisschen Geld rein, wenn ich jetzt hier das Schiff repariere. 85%, oh, das dauert aber ganz schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können wissen, was in diesen Behältern drin ist. Ist es ein Flüssigkeitsfrachter gewesen oder... Hm. 99%, komm, 100%. Sehr schön. Elite Angreifer. Halt, das ging anders. Schiff D. Nicht vorbeifliegen, nicht vorbeifliegen. Sehr schön. Jawohl, schon sind wir drin. Einmal einsteigen. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. So. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Also, Sentinel haben wir ausgewählt. Halt, Sentinel, jetzt haben wir ausgewählt, genau. Aufrüsten, reparieren, genau. Dann Loadout auswählen. Ist er schon ausgewählt? Die Ausrüstungsgegenstände fehlen, was? Ich hätte extra hier so einen Speicherstand angelegt. Ja, dann lösche ich das halt, also. Ja, haha, nee. Ja, ist alles zu teuer. Der kostet die Antriebsdüsen schon 216. Halt, nee, minus 216. Halt, falsch. Ich will das wieder alles weg haben. Mal weg. So. Du hier das mache. Genau. Antrieb. Reise MK3. 252.000. Der ist momentan verbaut. Ja, es wird eigentlich schon der reichen, oder? Ein bisschen langsamer. Reisegeschwindigkeit 1343. 1453, damit wir ein bisschen Geld sparen. Wäre gar nicht schlecht, genau. Dann kann man das Schiff auch voll ausrüsten oder aufrüsten. Das sind Allround MK3, Gefechts MK3. Ja, nee, das passt schon alles. So, Schild. Mal ein bisschen rauszoomen. Haha, schon besser. Genau, hier kommt der hin. Hier kommt der hin. Genau, Schild und Schild. Hier kommt eine Gefechtsplattform für Plasma MK1 drauf, genau, und sonst gibt es hier nichts auf diesem Schiff. Aktueller Kontostand 94.000, was? Ja, dann kann man das auch hinzufügen. Ich komme wieder ein bisschen was raus. Navigationsbagger, Laserturm, Freund, Feind, Mine, Täuschkörper, nee, brauchen wir alles nicht. Aber eine Crew, würde ich sagen. Machen wir so. Und der Rest passt, würde ich sagen. Das Schiff ist ja schon komplett repariert, deswegen kann ich hier Reparatur nicht mehr anklicken. Zur Einkaufsliste hinzufügen. Gesamtpreis. Minus 23.000, was? Fliegt er jetzt weg? Oder? Ja, da fliegt er jetzt weg zur Schiffswerft. Sehr schön, so gefällt mir das. Also hoffe ich jetzt zumindest. Der driftet jetzt irgendwie so komisch ab, aber ich denke, der wird jetzt hier gleich in Halbe reinfliegen. Was? Enterkapsel? Sentinel. Ja, genau. Fliegt hier ein Highway, dann fliegt er. Du musst eigentlich hier fliegen zum Ausrüstungsdock. Also hoffe ich zumindest. Oder kann ich irgendwie den Weg verfolgen?
Hier die Linie ist ein bisschen heller als die andere, also könnte schon der richtige Weg sein. Geht er hier durch den Highway? Da muss er hin, da muss er hin, genau. Ja, genau hier. Dachte mir, es wäre der andere Weg, nee. Ja, okay, also egal, welches Ausrüstungsdock. Das ist eigentlich im Prinzip völlig egal, das passt schon. Sehr gut, jetzt haben wir ein weiteres Schiff bekommen. Sehr schön. Und ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen Besatzung. Aber hier auf dem Radar werden immer noch diese Rettungskapsel angezeigt. Warte mal, die schauen wir mal näher an. Was machen die hier? Also noch 0 Meter pro Sekunde. Warten die auf Mitfahrgelegenheit oder so wieder langsamer? Ah, zu schnell, viel zu schnell. 3 Kilometer wieder entfernt. Ey. Stopp, stopp, stopp. Ja, ein bisschen näher ranfliegen. Würde mich jetzt schon interessieren. Ping. Okay, mal stehen bleiben. Was macht ihr hier? Außer komisch blinkt mir. Mysteriös. Schafft dann H, genau, so kann man vielleicht ein schönes Thumbnail machen. So. Aber, weiß nicht, wenn ich ein Thumbnail mache, ob das Blinken dann auch zu sehen ist, ob es hell oder dunkel ist, mal 1, 2, 3. Bisschen ein Thumbnail dabei sein, was ich verwenden kann. Egal, egal, brauchen wir jetzt nicht. Die lassen wir in Ruhe. Was haben wir hier? Konstruktionsschiff. Angreifer. Oh, nee. Asteroid. Wo war das Schiff? Die Werft, das hier. Einmal andocken. Und geht das nicht? Andockerlaubnis Ah, erteilt. jetzt. So, wo können Sie andocken? Wo war das? Bin schon vorbeigeflogen? Nee, das ist ein ganz anderer Komplex, das ist gar nicht hier, oder? Ah, hier. Haha, sehr schön. Genau, einmal hier andocken. Aufstehen. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ja, ich freue mich auch. Wahnsinn. Ein bisschen Eliteangreifer, Informationen. Was haben wir jetzt noch? Personal, Crew, Marine, Soldaten habe ich noch einen. Und das ist ein Rekrut ist das. Ja, auf jeden Fall. Elite-Angreifer. Ja. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Marinesoldaten, also mindestens einen. Guten Tag. Ingenieurwesen, ja, so ein Dreiviertel der Stern. Anwerben 2470, ja. Eliteangreifer wählen. Marinesoldat. Danke, dass Sie mich eingestellt haben. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich auch. Dankeschön. So, läuft hier sonst noch jemand rum? Kurz mal schauen. Nö. Gut, dann gehen wir hier mal rein. Schauen wir mal, ob es hier noch anderes Personal gibt. Händlerbereich, schauen wir da mal rein. Denn ich habe ja noch ein bisschen Sachen im Inventar. Hallo, kann ich helfen? Bitte sehr. Raumfliegeneier, oh Gott. Sind eh illegal. Halt. Würde ich gerne verkaufen. Ah, okay. 94.000, ja, passt. Sehr schön. Viel Viel Geld Glück da bekommen. draußen. Ja, danke schön. Danke schön. Können wir was craften? Nein, hier fehlt immer noch der beschädigte Singularitätsantrieb. Entschlüsselungsmodul brauche ich hier einmal, brauche ich dort einmal. Fernzünder, Magnetstein. V.
feine Mahlzeit kann ich hier craften. Cool. Magnetstein. Fernzünder. Warte mal eine Sekunde. Kann ich helfen? Bitte sehr. Magnetstein. Hier kann ich auch Raumanzugsdüse MK2 kaufen. Fruchtsalat. Fluxkompensator. Jetzt habe ich hier alles. Druckventil. Das digitale Seminar Moral und Management. Das kann man hier direkt so kaufen. In X-Rebirth, ich weiß, ihr mögt es im Vergleich nicht, da muss man diese nervigen Minispiele machen. Unkrautvernichter. Weltraumunkraut, natürlich. Nö, tschüss. Viel Glück da draußen. Ja, hast du vorher schon gesagt. Hat sich an der Situation aber nichts geändert, meine Gute. Was gibt's sonst noch? Personal? Sicherheitsbüro vielleicht? Sonst muss ich nochmal bei den Landedocks nachschauen, denn da laufen normalerweise immer mehr Leute rum. Hallo. Hallo. Anwerben. Eliteangreifer wählen. Warum nicht? Warum kannst du nicht hier arbeiten? Enterkapsel ist hier immer noch unterwegs. Was kann ich hier bei der Enterkapsel? Nee, geht auch nicht. Kann ich hier sagen? Nee, geht auch nicht. Warum? Warum kann ich dich nirgends einsetzen? Auf Wiedersehen. Ich gehe vor dir da rein. Edge. So. Standard-Dock-Bereich. Ja, egal. Hallo auch. Hallo. Das ist genauso aus wie die andere, wo ich gerade reingeschickt habe, also mein Chef. Bist du vielleicht die Schwester oder so? Elite-Angreifer wählen. Was? Warum nicht? Ich sage hier Honigfresser, geht auch nicht. Ist mein Schiff vielleicht schon voll? Viel Glück da draußen. Ja, viel Glück. Tschüss, tschüss. Halt, Heimsatz. Crew, 3 von 3. Ah, okay. Das aber ihr zwei Marinesoldaten, ne? Was backst du dich da hier so rum? Bist du ein Cheater? Halt, andere Seite geht's rein. Elite, Angreifer. Sehr schön. Halt, nein. Oh Gott. Idiot, da muss ich hin. Hallo. Hallo. Boah. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Ruckeln? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Abdocken. Fliege mal ein Stückchen weg. Halt, hier ist nochmal ein... Kurzstreckentransporter. Ein Kurzstreckentransporter. Ah. Jawohl. Dankeschön. Fruchtsalat habe ich jetzt bekommen. Wie geil, Fruchtsalat. Ja. Cool, passt. Gibt's irgendwas? Nein, hier gibt's nichts. Bleib mal kurz hier so stehen. Schöne Aussicht, würde ich sagen. Schau nochmal hier rein. Mein Besitz. Tern Sentinel war das. Warte, kannst du mal schauen, wo ist der jetzt unterwegs? Ah, super, der fliegt gerade zur Schiffswerft, wollte sagen. Nee, zum Ausrüstungsdock. Sehr schön. So gefällt mir das. Danke für Ihre Hilfe. Wie sieht's hier aus? Ah, schon fertig. Sehr schön. Können wir uns auch gleich erforschen. Sehr schön. Ich lasse Sie wissen, sobald ich fertig bin. Okay, okay. Sehr gut, sehr gut. Ja, cool. Gefällt mir.
Ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play X4 Foundations. Also macht es gut, bis dann. Ciao.